Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute gibt es Serien-Updates. Endlich wieder. Ich freue mich richtig, richtig dolle, denn es gibt Serien von Disney Plus. Wer Disney Plus irgendwie verpasst haben sollte, ist ein neuer Streaming-Dienst neben Netflix. Not sponsored, weder für Netflix noch für Disney Plus. Aber ich habe jetzt auch Disney Plus mir geholt. Und ich gucke die ganze Zeit nur noch Disney-Serien. Aber ich gucke sie auf Spanisch. Also, ja, Freunde. Ich lerne sozusagen, während ich Serien gucke. Aber jetzt mal im Ernst, Serien zu gucken, um eine andere Sprache zu lernen, ist eine gute Variante, das Hörverständnis auf der anderen Sprache viel, viel, viel besser auszubauen. Es ist so einfach, die Serie auf einer anderen Sprache zu verstehen, wenn es eine Kinderserie ist. Also bei Erwachsenenserien ist es noch was anderes, das ist auch in Ordnung. Aber gerade Kinderserien kann man gezielt dafür nutzen, die andere Sprache nochmal kennenzulernen. Weshalb ich jetzt anfange! Erste Serie, die ich die ganze Zeit gucke und suchte auf Disney Plus, ist DuckTales. Es ist die Serie meiner Kindheit. Ich liebe sie. Es geht um Entenhausen, Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track. Die heißen noch so, oder? Der Rote, der Blaue und der Grüne. Die kleinen Mini-Enten. Und dann geht es natürlich um Gangster. Verbinde die einfach mal. Panzerknacker und bla bla bla. Alle Gangster, die an Dagoberts Geld wollen. Und in jeder Folge beschützen sie sozusagen eigentlich Dagoberts Geld und dann kommt das Hindernis und dies und das. Es ist richtig, richtig lustig und ihr solltet sie einfach sehen. Meine Favorite-Serie, ich konnte es euch nicht vorenthalten, weshalb ich sie direkt an Anfang gepackt habe. Denn es ist die beste Serie ever. Oh, das wollte ich direkt mal zu Beginn loswerden. Was auch noch die Serie meiner Kindheit ist und so die Serie auf Disney Plus meiner Meinung nach ist... Die Gummibärenbande. Freunde, mein Herz ist wirklich aufgeblüht, als ich gesehen habe, dass die Gummibärenbande von Disney ist. Ich habe das als Kind irgendwie gar nicht so realisiert, keine Ahnung. Das sind einfach nur meine Lieblingsserien waren das und ich habe gar nicht gecheckt, wer und wem das jetzt ist und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich gucke jetzt die ganze Zeit die Gummibärenbande. Es ist so, als ob ich wieder ein Kind bin. Es ist richtig, richtig schön. Die Gummibärenbande ist so eine schöne Serie. Aber keine Panik, wenn du sie nicht kennst. Ich erzähle dir ein bisschen, um was es da geht. Es gibt also so Gummibären, es gibt einen König, ein Schloss. Das spielt so im Mittelalter, glaube ich, eher so. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Möchtegern-König, der das Königreich übernehmen möchte. Dann gibt es eine Prinzessin, dann gibt es einen Knappen, dann gibt es Ritter. Und was gibt es da noch? Eine Zugbrücke und die Gummibären. So, um diese Abenteuer geht's. Und es ist total cool, denn ich wusste das gar nicht als Kind. Die eine Folge geht ungefähr immer so 10 Minuten und eine ganze Folge sind um die 20 Minuten und die ist immer unterteilt in zwei Folgen. Das heißt, man sieht die ganze Zeit neue Folgen und das ist total cool, denn man kann es einfach mal nebenbei immer mal gucken, weil es sind ja nur 10 Minuten. Hallo? 10 Minuten? Geht voll klar. Kann man am Tag mehrere Folgen sehen. Ja, bin ich zumindest der festen Überzeugung, dass man das am Tag schafft. Die Gummibärenbande ist eine richtig tolle Serie, die ich euch wirklich ans Herzen lege. Eine weitere Serie meiner Kindheit und die ich euch auch wirklich ans Herzen lege, ist Kim Possible. Kim Possible. Ich habe das gerade auf zweifach Speed gemacht, denn ich glaube, ihr wolltet das nicht wirklich hören. Kim Possible ist auch so eine meiner Kindheitsheldinnen. Und ich habe die Serie damals auch sehr gesuchtet und freue mich auch, dass sie von Disney produziert wurde und sie jetzt auf Disney Plus verfügbar ist. Denn diese Serie suchte ich auch gerade neben DuckTales und der Gummibärenbande und noch der ganzen Netflix-Serien, die ich gerade suchte, suchte ich auch noch Kim Possible. Falls ihr Kim Possible nicht kennt, was ich zwar auch nicht glaube, aber falls, es geht um eine Highschool Cheerleaderin, die die Welt rettet und überall auf der ganzen Welt verteilt, Bösewichte hat und gegen die kämpft sie mit ihrem besten Freund Ron und deren Nagetier, irgendwie so ein Nacktier oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die kämpfen gegen die Bösewichte der Welt. Und dann gibt es noch so einen Supergenie, der immer nur am PC sitzt und mega geile Ausrüstung macht und sowas, so auf James Bond und sowas. Und ja, denen hilft. Ist eine richtig coole Serie, so James Bond in Zeichentrick und weiblich, würde ich mal sagen. Was mir als Kind auch noch richtig dolle gefallen hat, ist Ariel. Ah, die Serie gibt's einfach auf Disney Plus. Ich liebe sie. Es ist mega schön.
Ich habe früher Ariel, die Meerjungfrau. Ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber ich habe früher Ariel, die Meerjungfrau, gesuchtet. Und wisst ihr, was ich auch noch gesuchtet habe? Aladdin. Was mich sehr enttäuscht hat, als ich Ariel gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Aladdin ist auch auf Disney Plus. Nope, ich habe es nicht gefunden. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das Angebot weltweit gleich ist von Disney Plus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in Deutschland ist es zurzeit nicht. Aladdin ist nur der Film und irgendeine Neuverfilmung mit Menschen. Aber die Serie Aladdin ist nicht da. Ja. Auf jeden Fall, Ariel. Ariel, die Meerjungfrau, sagt ja schon der Titel, ne? Also Meerjungfrau, die Abenteuer mit ihren besten Freunden, Fabian und Sebastian, die Krabbe und der Fisch im Meer hat. War das überhaupt ein Satz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie hat da Abenteuer, bezwingt Gegner und lebt ihr Leben eigentlich. Ist eine schöne Serie. Besonders für die Nessies der Welt. Ariel war wirklich eine meiner Lieblingsserien und ich wollte früher immer eine Meerjungfrau sein. Ich bin beispielsweise auch immer im Pool geschwommen. Jedes Mal, wenn wir im Schwimmbad und Freibad waren, bin ich einfach nur getaucht und habe mich so bewegt wie Ariel. Und mache das einfach heutzutage teilweise immer noch. Also ihr merkt, das Kind in mir ist immer noch lebendig und das wird nie aussterben. Aber ich bin echt traurig, dass Aladdin nicht da ist. Ich muss auch unbedingt googeln. Aladdin ist doch safe eine Disney-Produktion, weil es ist ja auch ein Disney-Film. 3 Staffeln. Und hier steht Disney. Warum ist das denn dann aber nicht auf Disney Plus? Verstehe ich nicht. Wie zum Beispiel 101 Dalmatiner. Obwohl, das wurde mir hier gerade vorgeschlagen. Vielleicht gefällt ihnen auch. 101 Dalmatiner habe ich damals auch geguckt. Und wir haben uns sogar danach einen Dalmatiner geholt. Lag aber nicht an der Serie. Es war einfach, dass der Dalmatiner ausgesetzt worden ist. Also Jack, mein... vor Chico, mein Dalmatiner. Der wurde ausgesetzt von seinen früheren Besitzern und im Tierheim gefunden. Beziehungsweise er war dann im Tierheim. Und wir haben ihn in der Zeitung gefunden. Und also gesehen. Und haben ihn dann besucht. Wir wollten uns ein Tier holen und haben ihn dann mit nach Hause genommen. So kam ich an meinen Dalmatiner. Ja. Wie kam ich jetzt da überhaupt drauf? 101 Dalmatiner. Ah, ich vermisse Jack. Ich komme voll ab vom Thema. Nächste Serie, die ich euch ans Herzen lege, ist The Simpsons. Ich habe die Simpsons nie richtig geguckt, denn ich wollte sie einfach nicht irgendwie mittendrin anfangen. Das hat mich total getriggert und total genervt. Aber jetzt ist sie einfach auf Disney Plus und man kann sie von Anfang an sehen. Weshalb ich mit The Simpsons auf jeden Fall jetzt anfange. Denn ich habe immer mal wieder Folgen gesehen, aber... mich hat das halt echt immer genervt, dass ich es nicht von Anfang an geguckt habe. Weshalb ich das jetzt nachhole und die Simpsons gucke. Kennt ihr noch die Serie Goofy und Max? Hey Goofy und Max, na 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 na. Du, 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 du. Ja, Freunde, das ist auch eine Serie meiner Kindheit, die auch auf Disney Plus ist. Und ich euch auch ans Herzen lege. Oh, sie ist einfach so toll. Und was auch noch eine meiner Kindheitsserien ist, und ich glaube, das war es dann. Nee, 2 noch. Große Pause. Große Pause ist auch noch eine Serie meiner Kindheit, die ich, ja, ging so finde. Aber es gab nichts anderes, weshalb ich Große Pause damals auch geguckt habe. Ist auch eine coole Serie, ist auf Disney Plus jetzt auch verfügbar. Werde ich vielleicht mal reinskippen. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wie das mal so war. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie mir das nur angucken. Ich hoffe auch, dass Disney das Angebot erweitert, denn beispielsweise Aladdin ist nicht drin. Ich kenne noch eine andere Serie, die auch nicht mit drin ist, die ich auch früher geguckt habe. Und ich hoffe, die kommen noch. Aber eine Serie ist noch dabei, die ich als Kind auch gesehen habe. Und das ist Chip 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 und Chap. Da, da, da. Ja. Das ist auch noch eine Serie, die ich früher geguckt habe. Und ich habe die erste Folge gesehen jetzt. Und da habe ich einfach nur gefragt. Okay. Ja. Die Serie fand ich echt irgendwie cool als Kind. Jetzt so als Erwachsener. Ist okay. Aber als Kind fand ich eh richtig geil, die cool. Und was auch noch so für Serien da sind, sind beispielsweise Hannah Montana, Lizzie McGuire. Ich muss auch meinen Spicker gucken. Star Wars, die ganzen Marvel-Filme, Disney Channel. Ich weiß nicht, ob ihr früher Disney Channel hattet. Ich hatte keinen Disney Channel und konnte diese ganzen Serien nicht gucken. Aber jetzt schon. Und das freut mich richtig, richtig doll. Ja, diese ganzen Disney Channel-Serien kann man ja sehen. Da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und was ich richtig, richtig cool finde, sind die Dokus.
Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Disney so krasse, coole Dokus herstellt. National Geographic war mir auf jeden Fall bekannt und ich kenne normal auch ganz viele Dokus, aber ich wusste nicht, dass die irgendwie zu Disney gehören. Also ich weiß, kann man gar nicht verstehen, dass man sowas nicht weiß, aber ich wusste es wirklich nicht, sorry. Und die Dokus echt richtig, richtig gut. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein, wenn ihr irgendwie Pause machen wollt von Chip 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 on Tap zum Beispiel. Freunde, das waren meine Serien aus der Kindheit und so die Favorite-Serien, die ihr unbedingt sehen müsst und die auf meinem Plan stehen, die ich mir jetzt alle reinziehe. Und ja, ich ziehe mir auch Star Wars rein, Freunde. Ich möchte das sehen. Bis zum nächsten Video. Hab euch lieb, Freunde. Muah. Tschüss. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren für noch mehr so coolen Inhalt. Und tschüss.